Das ist Schütze TV mit dem ersten Fußball-Podcast der Schweiz. Let's do it! Ich glaube, es war ein guter Einstand. Die Fans waren super und ich habe mich wohl gefühlt. Merci. Prominenz beim letzten Testspiel vor dem Saisonstart. Das Werkteam von VW gastiert auf der Schützenwiese. Immer nur du, VfB, immer nur du, VfB. Im Team von der Wolfsburger kein Schweizer mehr, dafür mit dem Verinha, ein Europameister aus Portugal, und dem Mario Gomez. Immerhin dreimal deutscher Meister und Champions League-Sieger. Auch noch ein paar bekannte Gesichter beim neuen Team vom FC Winterthur. Weder Nummer 1 im Goal, der Matthias Minder, und neu mit der Nummer 10 unterwegs, der Spielmacher Gianluca Frontino. Neu sind einige junge, talentierte Spieler gekommen. Zwei kommen in dieser Folge zu Wort. FCD, die Stadt braucht den Club! Jo. Angeführt vom Captain Luca Radice, neu im Team. Eine junge Mannschaft ergänzt mit ein paar Routiniers, eine Mischung, die funktionieren könnte. Und die jungen Wilden haben alle das gleiche Ziel wie der Yang Ming Yang. Mein Ziel ist erstmal, mich gut in die Mannschaft zu integrieren und nachher natürlich so viel spielen und gut spielen wie möglich. Ich habe jetzt eine sehr schwierige Saison bei Lausanne, wo ich sehr wenig gespielt habe und jetzt im Winter ist eine neue Chance für mich. Am Anfang sind die jungen Winterthurer fast die Ehrfurcht erstarrt. Doch dann haben sie gemerkt, das Team von Wolfsburg ist noch nicht Bundesliga-tauglich. Karim Gazzetta hat gerade mal 3 Wolfsburger ausgetanzt. Man hat am Anfang fast ein bisschen Angst um dich. Wie hast du die Härte und das Tempo von denen erlebt? Ja, wir haben sicher gewusst, dass Wolfsburg eine sehr gute Mannschaft ist, die physisch auch sehr gut ist. Das kennen wir ja von der Bundesliga. Und es ist sicher schwieriger als sonst gewesen, aber ich denke mal, die ganze Mannschaft hat gut dagegen gehalten und hat eine gute Leistung gebracht. Speziell du hast gut dagegen gehalten, viele Zweikämpfe gewonnen und gelaufen mindestens doppelt so viel wie der Mario Gomez. Ja, es ist erstmal nicht die gleiche Position, denke ich mal. Und ja, ich versuche einfach jedes Spiel mein Bestes zu geben und nachher Leistung müssen halt andere überwerten. Erstes Spiel, wie hast du es erlebt? Ja, sehr schön. Es ist eine andere Stimmung als in der Pontese. Hier ist das Stadion ein bisschen kleiner und da
darum kommt die Stimmung sehr gut rüber und die Fans sind toll mitgegangen und ja, haben viel Spass gehabt. Ein Zuckerpass vom neuen Offensivspieler Kwadwo Dua hat die erste grosse Chance vom Spiel eingeleitet. Mein Ziel ist sicher sehr, sehr, sehr viel zu spielen. Weil bei IB konnte ich das nicht so viel können. Also ich hatte Teileinsätze und bin daher gekommen zu spielen. Und um Goal zu schiessen. Ja, der Sutti hat den Ball zurückgespielt und einen so gesehen, wie nur ein bisschen reinschieben. Und es war recht einfach, würde ich sagen. Okay, wenn er nur schon alle einfacher macht, dann könnte es etwas werden mit dem U20-Nationalspieler der Schweiz. Das war übrigens der Herr Blaschikowski, der nicht am Minder vorbeikam. Und dann hat der FCW den Wolfsburger gezeigt, wie ein schöner und erfolgreicher Fußball geht. Wie hat einmal der Oli Kahn gesagt, wenn du dran bist, dann kannst du ihn auch haben. Aber nicht nur die Schüsse waren härter. Es sind natürlich andere Verteidiger. Es sind jetzt Verteidiger aus der Challenge League, es sind Verteidiger aus der Bundesliga. Und sie sind natürlich um einiges besser und war sicher schwierig. Ja. Hat auch noch ein bisschen weh zum Schluss? Ja, es hat ein Tackling gegeben und da bin ich am Boden und hat sehr weh getan, ja. Und dann hat Matthias Minder noch etwas für Spannung und Unterhaltung gesorgt. Es ist aber beim verdienten 2-1-Sieg geblieben. Heute ist die Kür. Am nächsten Samstag ist dann die Pflicht gegen Wohlen. Aber bitte mit dem gleichen Resultat.